macht viel Spaß und ich brauche nicht sagen, hier kommt er, sondern hier ist er. Herzlich willkommen, Dennis. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du mal wieder da bist. Und heute bist du sogar hergewandert. Allerdings nicht aus Köln, sondern aus Gedorf. Also früher hat man das nicht Wanderung genannt, sondern einen Spaziergang. Okay. Wenn man den ganzen Tag im Zug sitzt, ich komme heute aus Kent, und bin schon eine Woche unterwegs, dann darf man sich am Samstag im Frühling jetzt nicht die Gelegenheit geben, dass man sich um das Vergnügen betrügen. Da mal ein paar Meter zu gehen, das war toll, muss ich wirklich sagen, tolle Gegend. Ist an vielen Bäumen vorbeigekommen, an denen wir dann später mal wieder Möbel und Küchen draus bauen werden. Und ich habe wie immer deinen kulinarischen Kompass sehr sorgfältig durchgearbeitet, in der Hoffnung, die enttäuscht wurde, es kam wieder kaum Holz vor. Ach, ja, Mist. Ja, ausschließlich auf Seite 66. Ob man sich beim Räuchern für Buchen, Chips oder Holzsorten wie Esche, Wacholder, Mesquite, Kastanie, Pekan, Esche, Weide, Wacholder entscheidet, bleibt den individuellen Geschmacksvorlieben überlassen, ums Räuchern. Nur sollte man sich über die Herkunft des Holzes informieren. Die ist in industriellen Landwirtschaft eingesetzten Fungizide und Pestizide hinterlassen. Spur, immerhin, also ungesehen. Die, beim Runterwandern von Kledorf hast du ja schon einen Blick auf Untergrumbach werfen können, auf die schiere Größe dieses Ortes. Der neue Lebensgefährte deiner Mutter hat er euch, als du 13 warst, aufs schwäbische Land verschleppt. In ein blödes, kleines Dorf. Nein, das kann ich vorlesen. Okay. Sonst stoppen wir uns. Ich wollte mit dem Dorf nur darauf hinweisen, bei uns ist viel los. Es kann uns passieren, dass wir heute Abend zum 125-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Asterthofen da noch Geräusche bekommen. Das war eigentlich die Überleitung zu dem Dorf, das so klein ist, aber... Ich bin sozusagen nur die Vorgruppe. Verstehe. Genau, danach gehst du hier richtig. Im gleichen Jahr, als du 13 warst, hat dich deine Großmutter ja schwer enttäuscht, weil du bei ihr gehofft hast, ein Wildschwein zu bekommen, das eben so aussieht wie in Asterix und Obelix. Asterix und Obelix, die Freude an diesem Comic verbindet uns beide schon sehr lange. Und wir müssen dich heute leider wieder enttäuschen. Wir haben zwar das absolut ökologischste Bio-Schwein, das Weideschwein vom Schwabhof, das ganz viele Vegetarier dann doch mal wieder zum Wechseln zur Bratwurst motiviert. Ich wollte gerade sagen, den Tofu, den ich gerade gegessen habe, der war wahnsinnig lecker. Wie? Das war gar kein Tofu? Aber du schlägst ja auch einen, machst auch durchaus Werbung für den Vegetarismus in einem Buch. Das ist auch sehr spannend und interessant zu reden. Deswegen muss ich jetzt ausnahmsweise muss ich mir den Witz über Tofu sparen, weil Witze über Tofu sind halt leider geschmacklos. Deswegen. Aber jetzt müssen wir mal ehrlich sagen, wissen Sie, ich habe mal beim Fernsehdreh bei Vincent Klink in der Wielandshöhe in Stuttgart. Da sagte der Vincent zu mir, also ich möchte nicht gefilmt werden, während ich blöd dastehe neben dir. Ich bin ein Koch und Koch muss kochen, wenn er irgendwie was erzählt. Lass mich doch eine Bratwurst machen. Wir reden über mein Buch, aber ich mache nebenher so eine Bratwurst. Und ich sagte, ja gut, also wenn es unbedingt sein muss, sonderlich begeistert war ich nicht, weil ich dachte, ich möchte mit ihr ein literarisches Gespräch führen. Aber gut, der machte die Bratwurst, es war 11 Uhr morgens, wir hatten offenstanden einen langen Abend gehabt am Abend vorher
und da waren also ein bisschen verkatert, mein Fernsehteam und ich. Und am Ende, es sah alles sehr besonders, sehr unspektakulär aus, das war halt ein bisschen Schweinefleisch und ein Fleischwolf gejagt und so ein Darm gepresst, okay. Dann haben wir das noch so ein bisschen gebrüht und bot uns dann ein Stückchen an. Und wir nahmen doch etwas Dividend, so ein Stückchen Bratwurst. Das schmeckte aber so himmlisch, dass mein Regisseur und ich noch am selben Tag uns einen elektrischen Fleischwolf kaufen. Und seither, ich bin ja sogar, meine Frau und ich sind beide Jäger geworden, weil wir Nose-to-Tail-Eating praktizieren und unsere Wurst selber machen. Aber ich muss ehrlich sagen, eine so verdammt gute Bratwurst, wie ich gerade von diesem Schwabhof hier essen durfte, habe ich selber noch nicht mehr gegessen. Die war schon toll. Chapeau! Ein ganz guter Freund von uns hat sich von uns einen Sarg gewünscht, den er die nächsten 30 Jahre eigentlich als Bar und Sitzbank nutzen wollte. Double usage. Leider ist er dann doch ganz bald danach gestorben. Aber er gab uns die Aufgabe, wir sollen die Idee des Salkenmöbels weiterführen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, auf Seite 8 schreibst du, in meiner Küche werde ich mir meiner Vergänglichkeit bewusst. Aber darf man sich auch Särge für andere wünschen? Das ist sowieso. Da könnte ich dir eine kleine Liste geben. Das fände ich offen gestanden. Jetzt weiß ich, was ich Elke Heidenreich zu Weihnachten schenke. Das ist überhaupt eine gute Idee, da fallen mir noch zwei, drei ein. Es reicht, wenn du mir die Idee verbal schilderst, ich mache ein Skribble davon und dann kannst du es als Weihnachtskarte schicken. Ich denke mal drüber nach. Ernsthaft, wenn ich sehr schlechte Laune habe und mich mit jemandem streite, ich habe ja immer noch so Zugriff auf Rundfunkarchive, dann fahre ich in den WDR oder in den Deutschlandfunk und höre mal den Nachruf auf die betreffende Person. Der gibt es nämlich. Die kann man sich in der Regel anhören, wenn es sich um prominente Personen handelt. Eine ausnahmsweise mal richtig ernste Frage, die man tatsächlich viele Leute wohl überreden, dass du wieder kommst und schon das dritte Mal da bist. Alle fasziniert, wie du es schaffst, in den Sendungen in Druckfrisch die Bücher zu besprechen. Und du, ich weiß, du hast keinen Teleprompter, sondern du sprichst einfach. Wie machst du es? Merkst du dir, bereitest du es vor oder sprichst du? Da muss ich korrigieren, es war am Anfang so. Aber inzwischen, also ich habe keinen Teleprompter, wenn ich mit Autoren spreche. Und ich hatte lange keinen Teleprompter, wenn ich Bücher empfehle, also am Anfang der Sendung. Aber inzwischen, Digitalisierung, Miniaturisierung sei Dank, gibt es Teleprompter, die man auch auf kleine Kameras bauen kann und die einem ermöglichen, einen Text zu machen. Das heißt, bei der Bestsellerliste, da habe ich inzwischen einen Teleprompter und meistens auch bei den Empfehlungen. Das ist einfach eine große Erleichterung, weil sonst müssen Sie, wie so eine Empfehlung sitzt, wir wollen ja da 3-4 verschiedene Kameraeinstellungen, die man schneiden kann. Aber die kann man nur schneiden, wenn sie exakt denselben Text haben. Sonst fängt der Satz ja irgendwie an und geht völlig wirr zu Ende. Also dann können Sie ihn nicht schneiden. Und dadurch, heute drehe ich so eine Empfehlung, das dauert eine Viertelstunde maximal. Also die ist 4-5 Minuten lang und in einer Viertelstunde ist die im Kasten. Früher, wo wir mit ohne Teleprompter arbeiten mussten, da dauerte das dann 2 Stunden und das macht keinen Spaß. Das ist wirklich dann Fernsehen, Wiederholung. Also ich habe schon einen Teleprompter. Okay. Im Jahr 1997 hatten wir Kochveranstaltungen, da haben wir gerade angefangen hier zu bauen, mit einem Spitzenkoch und die hießen Topfgucker. In deinem Buch habe ich dann bei dem Kapitel auch Topfgucker gelesen und gedacht, das ist ja spannend, das ist ja toll, schauen wir mal, was es da geht, aber es geht genau ums Gegenteil. Das wird sich gleich lüften. Ich bin privat mit einigen Köchen befreundet. Das sind alte Freundschaften über von meiner Familie. Und darunter auch mit einer Kochlegende, einem leibhaften 3-Sterne-Koch, der inzwischen weit über 70 ist. Und wir laden uns gegenseitig privat zum Essen ein. Das ist natürlich fantastisch, wenn der selber aufkocht mit seiner wunderbaren Frau. Aber ich lade auch ihn ein. Das Problem ist, der Mann hat Hummeln im Hintern.
der kann nicht still sitzen, sondern der folgt einem in die Küche. Und der mischt sich in die Abläufe dort ein. Ja. Das heißt, ehe sie es versehen, hat er die Pfanne in der Hand, er das Messer und er ist am Topf. Und ich habe den schon mal zur Rede gestellt und gesagt, sag mal, du hast jetzt 40 Jahre lang gekocht, reicht es dir das nicht? Also kannst du nicht mal wenigstens heute Abend aussetzen? Das sind problematische Gäste. Und da ist eher nur die Spitze des Eisbergs. Die habe ich eben Küchennachläufer genannt oder Topfgucker. Und das ist wirklich das Schlimmste, was es gibt. Weil ich mache zum Beispiel sehr gerne Wildmaultaschen. Und die bereite ich natürlich vor. Die brate ich dann nur mal auf. Und da gibt es noch natürlich Zwiebeln dazu und Butter ausgebacken und Kerbel und ein bisschen Chili oder sowas. Aber die ein, zwei Minuten, wo ich diese Wildmaultaschen in Butter aufbrate, das erfordert absolute Konzentration, weil die sind ganz schnell verbrannt. Ja? Und da hat er mir schon mal eine komplette Pfanne ruiniert, weil er auf mich einquatschte. Und das kann ich nicht leiden. Ja? Also ich würde am liebsten Sträflingskette an meine Stühle am Esstisch haben. Und die Gäste müssen da sitzen, weil wehe mir, kommt da einer nach. Das war auch der Grund in meinem Artikel im Nachhaltigkeitsblog über dein Buch, ist das eigentlich so der einzige Part, wo man sagt, da unterscheiden sich uns der Ansätze. Wir versuchen möglichst viele Leute in die Küche reinzuholen. Ja. Und bei dir ist es andersrum. Ich hatte aber auch was von einem Regisseur erzählt, der deinen Blickkontakt gesucht hat, weil er dir den neuen Film erzählen wollte. Und der braucht Blickkontakt. Und da ist mir eingefallen, es liegt ja daran, das Problem mit diesem Regisseur, dass du an der Wand kochst mit deinem Balkonschirm. Würdest du bei uns in einer Insel kochen, stünde er dir gegenüber, du könntest so tun, wie wenn du in die Augen schaust. Wieso? Es reichte mir schon diese Viertelstunde in deiner Ausstellung. Es gibt dieses berühmte Gedicht von Rilke. Beim Anblick des apollinischen Torso heißt das. Das endet mit den Sätzen, also da wird diese antike Skulptur beschrieben und es endet mit den berühmten Sätzen, du musst dein Leben ändern. Angesichts der Schönheit dieser Skulptur und angesichts der Schönheit von Herwigs und Utes Küchen da oben, dachte ich mir auch sofort, ich muss mein Leben ändern. Ich glaube, ich brauche das schon. Also diese Eichenküche mit diesem höhenverstellbaren Tisch und so, das hat mich ja auch ein bisschen erinnert an meine Lieblings-Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise. Ja. Und ich denke mir, also in so einer Küche, da würde ich natürlich auch ganz anders kochen. Das würde, also im Grunde, das Handwerkszeug macht den Meister. Aber ich fürchte, das ist doch ein Irrtum. Irgendwie weiß ich noch, dass alles, was ich zum Kochen brauche, nur ein kleines, scharfes Messerchen ist. Und zwischen diesen beiden Polen, also ich will diesen Ferrari in der Küche und ich brauche eigentlich nur ein kleines, scharfes Messerchen, das ist eigentlich meine Küchenexistenz. Dankeschön. Ja. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hunde, die werden wir nicht vergessen, weil eines wissen wir ja, so sehr wir uns irgendwas einbilden auf unseren Geschmack, diese Hunde schmecken und riechen und Geschmack ist ja Geruch natürlich viel, viel besser als wir.